Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Zurück hier am Mittelmeer, der Schauplatz, der viele politische Beobachter im Moment besonders bewegt. Denn die Frage ist, was macht Italien mit Albanien und was macht es, wenn es mit Albanien fertig ist, mit Jugoslawien? Wir werden das ganz genau beobachten und wir werden uns weiter ein bisschen auf den Ernstfall vorbereiten. Und das bedeutet für mich eins erstmal flottentechnisch, dass wir unsere Flotte weiter verstärken und zwar dahingehend, dass wir, ja, wir brauchen hier mehr Patrouillenflotten. Unsere Mittelmeerflotte ist im Moment auf diese drei Seezonen ausgerichtet. Aber wenn Italien Thema ist, müssen wir diese beiden, warte mal, ich muss die Flotte mal auswählen, müssen wir die beiden mit reinnehmen. Und das heißt, wir haben eigentlich zu wenig Patrouillenflotten hier unter. Hier unten. Das würde ich sagen, lösen wir erstmal auf die eine Art, indem wir eine tatsächlich von der, vom Home Command dort abordnen. Die werden wir hier zuweisen. So. Müsste dann eigentlich einen neuen Namen bekommen, weil sonst vielleicht ist es doch besser, die alle durchzunummerieren. Ah. Das sind so Probleme von Militärbürokratie, mit denen ich mich eigentlich nicht rumschlagen will. Aber das ist ja relativ schnell gemacht. Machen wir das mal. Fort. Vielleicht nummeriere ich das irgendwann durch, dann ist das Verschieben kein Problem mehr. Und die stationieren wir auf Malta. So. Aber die sind immer noch zu groß. Ich würde sagen, wir brauchen 5. Und was wir noch haben, wir haben hier ja 2 neue Zerstörer, die genau für diesen Job da sind. Die HMS Hardy und die HMS Hasty. Und die können wir dann neu zuteilen. Aber erstmal machen wir Folgendes. Also gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt 2 plus 18, 10, 30 Schiffe. Und 30 Schiffe wollen wir in 5 Flotten aufteilen. Ja, da sind wir doch locker bei 6 Schiffen pro Flotte, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. ja, das heißt, wir machen das ganz einfach. Wir teilen das hier tatsächlich nochmal auf. Wir nehmen 1, 2, 3, 4 hier raus, bilden eine neue Einsatzgruppe, packen hier nochmal. Ah, warte mal, hier machen wir noch was anderes. Hier nehmen wir einen mehr mit raus, packen den dort mit rein. Dann machen wir das, nehmen wir hier noch einen raus, packen den dort mit rein. Dann nehmen wir hier noch 4 raus, bilden eine neue Einsatzgruppe und nehmen dann hier noch 2 raus, bringen die dort mit rein und dann kommen diese beiden neuen, die HMS Hardy hierhin und die HMS Hasty hierhin. Und dann haben wir, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 5 Patrouilleneinsatzgruppen A, 6 Schiffe. Ja, das scheint mir ganz vernünftig zu sein, die wir dann natürlich dann auch noch wieder benennen müssen. Ach du Schreck. Ja, ach, wir haben über den das Merkmal Matt dahinter genannt. Na gut, ich glaube, das muss jetzt, das kann ich auch mal off-cam machen. Aber wir lassen das erstmal so laufen und schauen mal, was ist denn eigentlich der Standort dann dieser Flotten? Zypern, Malta, Gibraltar, Zypern und Gibraltar. Ja, das ist okay. Wobei, es müssen nicht 2 auf Zypern stehen. Es kann noch eine, halt, wo haben wir hier? Es kann noch eine hier runterkommen. Das finde ich auch in Ordnung. Gut, dann lassen wir das mal durchlaufen. Lassen wir das mal alles so richtig einsortieren. So wie es soll. 2 sind noch unterwegs. So, jetzt haben wir das. Können wir die? Die können wir, glaube ich, noch dahinter setzen, dass es schön ordentlicher ist. Okay. Machen wir das mal so. Wunderbar. Und jetzt würde ich mal Folgendes überlegen. Jetzt werden wir das mal austesten. Wir machen jetzt ein echtes Flottenmanöver und werden mal tatsächlich, ja, wir müssen das einzeln machen, ne? Ich bin mir gar nicht so sicher, wie man das am besten macht, werden die mal auf Patrouille schicken und ob das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle, ob die in der Lage sind, das abzudecken. Ja, die müssen alle erstmal da hinkommen, wo sie sollen, aber es sieht gut aus, Leute, tatsächlich, sie sind in der Lage, eine 100% Abdeckung zu erreichen. Warum hat das eine Schiff 7 und das andere 5? Da ist was schiefgelaufen. Das können wir nochmal ändern.
Ah, die beiden neuen. Da habe ich, glaube ich, eine falsche Zuordnung gemacht. Das schicken wir dann noch dahin. Ja, okay. Da würde ich mal sagen, das Manöver ist erstmal gelungen. Und falls es dann wirklich zu Konflikten kommt, dann werden unsere Flotten auslaufen. Ich tendiere jetzt im Moment, wo ich das gerade sehe, dazu, unsere Kampfflotte, wo ist die eigentlich? Das ist die Gibraltar Fleet, die habe ich auch noch gar nicht nach Gibraltar gebracht. Warum das denn bitte? Die werden wir witzigerweise nach Valletta bringen, weil ich glaube, dort ist sie besser aufgehoben, wenn es gegen Italien geht. Deswegen nennen wir sie auch nicht Gibraltar Fleet, sondern Malta Fleet. Und keine Ahnung, warum sie da gar nicht war, wo sie eigentlich hingehörte. Na gut, so, okay. Dann läuft das, dann können wir diese Geschichte jetzt direkt mal beenden. Manöver erfolgreich erstmal gelaufen. Hervorragend. Kehren wir zurück hier zum Alltag und schauen, was hier weiter passiert. Zock, unterwirft sich Italien. Italienische Diplomaten haben der albanischen Regierung ein Ultimatum unterbreitet, in dem sie deren vollständige Unterwerfung unter eine Militärbesatzung fordern. Nachdem König Zock die Sinnlosigkeit des Widerstands erkannte, dankte er ab. Nun wird Albanien in einer Personalunion von König Viktor Emanuel III. Regiert. Das nächste Opfer von Mussolinis Ambition und langsam wird's ernst. Aber da ist noch kein so krasse Aktion war, so nenne ich es mal, es war ja in gewisser Weise eine friedliche Besetzung, kein Kriegsausbruch, ist der Moment immer noch nicht gekommen, wo Churchill auftritt. Ja, da muss noch ein bisschen mehr passieren. So, jetzt ist die Flotte dort vor Ort, das ist auch okay. Und wir haben freie Zivilfabriken. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal Folgendes, wir werden hier nochmal Radarstation bauen. Wir haben hier unten schon was. Ich würde sagen, hier ist auch noch eine nötig. Bauen wir sie in Alexandria oder hier? Ja, in Alexandria. Okay, das ist das nächste große Ding. Ich frage mich, warum. Wir sind ja voll. Wir brauchen eigentlich auch von den Amerikanern kein Öl mehr. Das hätte ich eigentlich das letzte Mal schon sehen können. Gehe ich mal damit runter. Und wir müssten aber, weil wir ja hier jetzt doch noch ein neues Schiff dabei haben. Ah ja, schaut mal, hier kommen neue Schiffe noch wieder dazu. Dann machen wir das wieder zur Trainingsflotte. Bringen das hier noch mit rein. Nee, halt, das ist hier noch unbeleckt. Und dann können die hier wieder anfangen mit Marineübungen. Okay, dann haben wir wieder eine Exercise Group, die nicht so heißt. Ja, das ist ein Newcastle Class, die jetzt schon wieder veraltete und hier eine Liverpool Class. So, China hat dem kommunistischen China den Krieg erklärt. Okay, aber die sind, glaube ich, nicht mit der SU im Bündnis. Das ist sozusagen diese kleine Mini-Provinz unter der Führung von Mao. Dann wollen wir mal schauen, wie das ausgeht. Und wir haben die Mandschurei hier. Das ist durchge. Nee, das Mandschurei. Vorhin hieß es noch Ching, King, Ching, China. Ich weiß nicht genau. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt. Ach so. Das heißt, ach so, das ist nur die Region. Alles klar. Okay, da kann man ja echt durcheinander kommen. Also, die Mandschurei existiert nicht. Noch nicht. So, wir sind immer noch voll. Ja, logisch, weil wir selber ja auch ordentlich Öl bringen. Und wir haben jetzt wieder freie Schiffswerften. So, ich hoffe, jetzt wird das immer übersichtlicher. Genau. Wird es auch. Das ist noch ein altes Projekt. Das sollten wir jetzt so schnell wie möglich beenden. Und dann kommen die so langsam auf Dauerschleife. Und die Frage ist, wollen wir im Moment. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir auch noch einen Flugzeugträger haben. Den können wir auch noch ein bisschen unterstützen hier. Der ist auch bald demnächst fertig. Da reichen, glaube ich, drei. Die Frage ist, brauchen wir eigentlich noch mehr Minenleger oder reichen diese 9 oder 10 Schiffe, die wir da jetzt haben? Ich denke, das reicht für diese Zwecke. Ja, das heißt, wir sind bald so weit, darüber nachzudenken,
Ja, wir müssen eigentlich auch noch eine Kreuzerklasse designen, die dann tatsächlich für die Kampfflotte geeignet ist. Bisher haben wir die ja für die Patrouillen und die Escortschiffe genommen, aber das ist dann auch nochmal Arbeit, was auf uns zukommt. Gut, aber noch nicht. Das sparen wir uns noch ein bisschen auf, dieses Vergnügen. Marineerfahrung ist relativ hoch. Wir könnten damit natürlich auch irgendwie ein bisschen Forschung mal nach vorne bringen. Wäre vielleicht sogar der klügste Weg beim nächsten Mal, wenn neue Forschung zu leisten ist. Okay, wir haben einen nationalen Schwerpunkt wieder abgeschlossen. Malta ist befestigt. Malta hat eine hervorragende Lage im zentralen Mittelmeerraum. Die Insel ist eine wichtige Station entlang unserer Lebensader über Ägypten und den Suezkanal nach Indien und in den Fernen Osten. Zeit, die wir darauf verwenden, Malta besser zu befestigen, kann keine vergeudete Zeit sein. Da haben wir sogar einen Bauplatz bekommen. Interessant. Okay, das wird uns sehr nutzen dort, denke ich. Jetzt habe ich gesagt, hier ist noch nicht die Zeit gekommen für das Misstrauensvotum. Noch geht es in Richtung Appeasement. So. Wartet mal, wir können sagen, also wenn Südafrika jetzt wirklich, wir gucken jetzt mal, bevor wir weitermachen, gucken wir jetzt wieder mal hier vorbei. Programm zum Bau von schweren Kreuzern. Also wir bauen hier richtig eine Marine auf. Sind jetzt schon 63% faschistisch. Ja, Lindbergh nach Deutschland schicken. Okay, Bündnis mit Deutschland wollen die anstreben, vermute ich mal. 29% faschistisch. Das heißt, die wollen sich doch in europäische Angelegenheiten einmischen. Das war bisher ja absolut nicht der Fall. Frankreich. Charte de Bataille. Ich glaube, das ist immer noch ihre ganze Defensivlinie. Ja. Okay, das steigt aber auch nicht massiv weiter an. 54% kann aber bei der Wahl entscheidend sein. März 38. Wir haben übrigens hier beste Verhältnisse. Ja, die Sache mit dem Verbessern müsste eigentlich auch vorbei sein, ne? Ja, genau. Wir sind auf 100 gekommen. Das führt nicht dazu, dass wir ein Bündnis schließen können. Schaut, oh, aber es ist knapp, Leute. Es ist knapp. Das ist ja interessant. Oh, das ist jetzt spannend. Können wir irgendwie das noch ein bisschen nach oben putschen? Weltweite Spannung geht. Aha, das ist interessant. Das heißt, je höher die Spannung, umso mehr sind sie bereit, dabei zu sein. Ich meinte, um Anlegerechte bitten. Ich glaube. Ich weiß nicht, ob das die Beziehung verbessert, wenn wir das tun. Ich mache das mal. Es könnte ja relevant sein im Mittelmeerraum. Mal gucken. Okay, behalten wir es mal im Hinterkopf. Wir gucken mal weiter rum. Italien macht libysche Raffinerien. Okay. Ein bisschen was im Bereich Wirtschaft. Unterstützt das nationalistische Spanien, die immer noch nicht zu einem Ende gekommen sind. Aber Madrid ist jetzt schon umstellt. Ja, das wird vermutlich nicht mehr allzu lange dauern. Okay, dann gucken wir nochmal nach Deutschland. Die haben noch keinen nationalen Schwerpunkt. Die machen das immer mit uns. Können wir mal ein bisschen was abwarten? Okay, Anlegerechte sind akzeptiert worden. Ich glaube, das kostet uns nichts, ne? Aber das bringt. Das bringt aber keine Punkte hier. Nee. Ja, gut. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, ehe das soweit ist, denke ich mal. So, Deutsches Reich hat immer noch keinen Schwerpunkt gesetzt. Schade, wissen wir noch nicht. Frühe Befestigung des Sudetenlandes passiert hier. Die haben Angst vor dem Deutschen Reich. Das IK3 hat irgendwas mit Flugzeugen zu tun. Polen, Oberschlesien entwickeln, alles klar. SU, positives Heldentum. Hier oben nur ein kurzer Blick, ob politisch alles stabil geblieben ist. Ja, das sieht, glaube ich, normal aus, würde ich mal behaupten. Rumänien, flexible Außenpolitik, auch alles gut. Ausländische Investoren. März 39 ist die. Oh.
Ungarn könnte faschistisch werden bei den nächsten Wahlen. Mal gucken, was sie dann tun. Und Österreich ist neutral und hat keine Wahlen. Gut, hier unten Südafrika. Die Arbeit der Mächtigen. Okay. Das heißt, ich hätte jetzt gedacht, es geht in Richtung Faschismus, aber das tut es nicht. Mai 38 sind die nächsten Wahlen. Das werden die Demokraten noch gewinnen. Wir gucken mal kurz auf die Freiheitsentwicklung dort. Nee, das müssen wir hier machen. Südafrika. Ich sehe im Moment nicht, dass sie diesen Weg gehen. Aber doch, hier steht es. 3 Jahre lang täglich 0,5. Wir haben hier doch bestimmte Wege. Wir können Südafrika entwickeln, das ist möglich. Das bringt immerhin minus 50 zum Autonomie-Score. Aber das war's dann auch. Das ist halt nur ein einmaliger Effekt. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Hier ist, glaube ich, nichts zu dem Thema. Doch, es gibt hier was. Das ist insofern interessant. Die imperiale Integrität wahren. Aber auch hier muss Churchill dabei sein. Denn das bringt minus 0,5 Autonomiezugewinne. Damit können wir das im Zweifel stoppen. Mit dieser Aktion können wir stoppen. Das heißt, es sind aber 1, 2, 3, 4 Dinge dazwischen, bis wir das machen können. Das heißt, vielleicht wird es noch relevant werden mit Südafrika entwickeln. Ich glaube, Kanada kriegen wir nicht mehr drum. Kanada, wir sehen es, die sind schon kurz davor, 815. Und wenn die, warte mal, wie viel kriegen die jeden Tag? Die kriegen eins. Das ist irgendwie noch was anderes. Patriation als das andere. Und eins, das kriegen wir nicht hin. Das sind nur. Oh Gott, das ist echt nicht mehr viel. Das sind wie viele Tage? Acht. Wie weit war das jetzt? Wir waren in Kanada. Ja, 185 Tage ist das quasi entfernt. Kanada werden wir verlieren. Und das bin ich aber gespannt, was dann genau passiert. Das ist auch dann ein Präzedenzfall, aus dem wir lernen können. Okay, ich war hier noch nicht ganz durch. Wir gucken mal Britisch-Indien, Royal Indian Navy. Okay, Australien, Australian Army Catering Corps, alles klar. Und China, ländlicher Wiederaufbau, Japan, kein nationaler Schwerpunkt. Wir müssen wahrscheinlich da immer noch ein bisschen abwarten, ehe die dann kommen. Gut. Freie Schiffswerften haben wir schon wieder. So, jetzt haben wir sozusagen die Dauerproduktion endlich in Gang. Jetzt ist das Ganze ein bisschen überschaubarer. Aber, warte mal, Kent und Liverpool. Was ist denn hier schon wieder durcheinander gegangen? Die Liverpool P37-2? Und das ist nur P37? Jetzt habe ich mich selber mega verwirrt durch meine eigenen Aktionen. Was ist jetzt hier welches Schiff? Ich sehe nicht mehr durch, Leute. Ach, natürlich. Das kommt, weil ich es immer verwechsle, Kreuzer und Zerstörer. Das ist alles richtig. Das ist der Patrouillenzerstörer und das ist der Patrouillenkreuzer. Alles gut. So soll es sein. Okay, dann gucken wir kurz noch mal auf den Flugzeugträger. Dann werden wir den ein bisschen nach vorne bringen. Ja, und dann sollen die einfach jetzt mal. Verteilen wir das mal so. 17, 19. Wir können also noch weiterbauen. Und dann ist irgendwann der Moment, wo wir, wie gesagt, noch ein paar neue Design. Da müssen wir es anders gestalten. Oktober, September, April. So sind ungefähr. Dann kommen die nächsten Schiffe. Das wollte ich damit sagen. Okay, was ist unser nationaler Schwerpunkt? Ja, gute Frage. Das muss auch ein bisschen passen. Allgemeine Wiederbewaffnung, finde ich, gehört jetzt auch in diese Anti-Appeasement-Geschichte. Wisst ihr was? Wir sind optimistisch, was Südafrika betrifft.
Ich glaube, das passt schon in Richtung Appeasement. Wir werden das mal machen und Südafrika entwickeln. Dann haben wir schon mal diese minus 50 dort sicher. Und das ist auf jeden Fall eine Politik, die Chamberlain bestimmt auch unterstützen würde, dass er dort hilft. Ja. Okay, starten wir das Ganze. Und machen mal weiter und gucken mal, was jetzt hier beim Deutschen Reich los ist. Zusätzlicher Forschungsplatz, das ist auch erstmal unkritisch. Und was heißt eigentlich dieses Gelbe? Ach so, dass die Länder eine schlechte Meinung über das Land haben. Okay. Und die machen die Grenze befestigen. Das ist auch erstmal noch nichts Offensives. Joa. Also, noch ist alles friedlich in Europa. Noch. So, wir haben wieder freie Zivilfabriken und das bedeutet, wir haben unten jetzt, glaube ich, das Radar nochmal gebaut. Das bedeutet, wir werden auch, weil immer noch Appeasement angesagt ist, werden wir weiter zivil agieren und noch weiter Zivilfabriken bauen. Ich denke mal, machen wir das mal hier. Oder man könnte überlegen, nochmal ein Treibstoffsilo zu bauen. Vielleicht doch, weil wir offenbar immer noch mehr dazu bekommen, obwohl wir gar nicht handeln. Ja, ich glaube, das ist doch noch besser. Gehen wir das nochmal raus. Nehmen wir Treibstoffsilo noch rein. Und noch eine Zivilfabrik hinterher. Beziehungsweise vielleicht gleich schon mal zwei. Bis dann, wie gesagt, Appeasement zu Ende ist, dann wird natürlich komplett umgestellt auf Militärfabriken. Ja, wir haben auch schon wieder politische Macht ausreichend, um etwas zu tun für uns. Ja, genau. Und das sollten wir auch tun. Wobei, ja, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, jetzt so richtig offensichtlich. Wir können Forschungsgeschwindigkeit, Motorisierung. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was das meint. Das meint, glaube ich, keine Panzer. Ich glaube, wir nehmen mal Forschungsgeschwindigkeit. Geschwindigkeit Panzer. Da gibt es eh keine große Auswahl, also hauen wir das jetzt rein. Und das heißt, ich glaube, wir gehen dann auch beim nächsten Mal in diese Richtung. Wir haben freie Militärfabriken. Okay, was ist hier los? Wie kommt es? Hatten wir mal eine zwischenzeitlich gebaut? Ist irgendwas ausgelaufen? Kann ich mir jetzt gar nicht erklären. Gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal. Ich glaube, wir gucken mal ganz kurz hier unsere Logistik an. Wir sind hier bei der Infanterieausrüstung fast durch. Erstmal mit dem Stand. Artillerie braucht auch noch Zeit. Ja, kommt. Wir gehen nochmal auf Artillerie. Gehen da nochmal eine Fabrik mehr rein. Okay. Gut, liebe Leute, April 38. Weiter friedlich in Europa, mal vom Bürgerkrieg hier abgesehen. Und Madrid ist gefallen. Das wundert mich, dass jetzt noch nicht aufgegeben wird. Aber die Stabilität ist noch hoch. Kriegsunterstützung auch. Die kämpfen dort bis zum letzten Mann. Gut, also machen wir wieder eine Pause. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Steinballen.